Ja, heute hatten wir im Parlament die sogenannte Regierungskontrolle. Heute war der Ausschuss für Unterricht dran und da habe ich die Frage gestellt bezüglich der kostenlosen Menstruationsprodukte für die Schülerinnen in der deutschsprachigen Gemeinschaft. Schottland macht es vor, es gibt dort kostenlose Menstruationsprodukte und sie sind da absolute Vorreiter. Ja, die Antwort der Ministerin war recht vielversprechend und mich hat auch sehr gefreut, dass alle anderen Fraktionen von ProDG, PFF, SP, Vivant und auch Ecolo dem Ganzen offen gegenüberstehen. Wir sind alle froh, dass endlich darüber gesprochen wird und dass kein Tabuthema mehr sein darf in den Schulen. Die Ministerin hat vorgerechnet, dass es ungefähr 28.000 Euro kosten würde, die Mittel zur Verfügung zu stellen für ein Schuljahr, also eine sehr kleine Investition für einen großen Effekt.